Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu World of Warcraft. Jawohl, ja, wir sind am Rückenbrecherposten und wollen jetzt mal eine Instanz machen. Genau, mit einem Ranzen hilfreicher Waren, den es oben drauf gibt. Und mit Sound, meinerseits. Also bei mir gibt es natürlich immer. Natürlich, ja, aber bei mir nicht, bei mir ist das manchmal ein kost, Leckerli. Das kostet extra. Ja, genau. 5 Cent am Tag. Insider! Oh, ist schon der Blutkessel? Sieht so aus, oder? Krass. Doch nicht. Nee, doch nicht. Sieht so aus, ne? Ja, ja, das muss da sein. Das ist auf jeden Fall der Blutkessel. Sieg! Leb wohl! So. Das ist die erste BC-Instanz, ne? Ja. Die wir noch gar nicht machen wollten, weil wir schlechtes Equip haben. Ja, jetzt werden wir sehen, wie es geht. Du musst ja nicht übertrieben pullen. Es geht scheinbar sehr gut. Kaum 600 EP. Hast du auf Geburtstag gezündet? Nee, aber jetzt. Schnell bevor der zweite gestorben ist. Schnell im Kampf mal so eine Rakete gezogen. So ist richtig. Wie viel EP hat der gegeben? 1588. Ja, mir genau gleich viel. Das ist ja super. Jetzt nutzt es jetzt kostenlos voll aus, dass du da Ton hast. Ja. Jetzt machst du jedes Geräusch mit. Mach ich mit. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst euch mal die Aufnahmen vom Live. Wir können Werbung machen. Ja. Für Lovestream. Lovestream TV, genau. Auf unseren Channeln verlinkt. Da könnt ihr mal den Gruselschmusel-Livestream angucken. Genau. Wo wir uns ganz schön eingekackert haben. Und uns durchaus in unvorteilhaften Positionen vor Angst und so weiter. Mhm. Jetzt lägt es. Ah ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aua! Aua! Ja, ich nicht so. Aua, ich werd gehauen. Ich bin auf dem Weg. Dauert noch viel zu lang. Ja, es hat doch gelaggt. Was soll ich denn machen? Oh ja, es leckt bei mir auch. Guck mal, wechselt sich zumindest ab. Das ist nett. Das ist toll, dass bei Tank und Healer laggt. Das ist zu. Letzt hab schon wieder irgendwas im Hintergrund. Ja. Ja, Battlefield 4. Nee, ich lade gar nichts. Würde ich nicht machen über dein Internet. Ist ja nicht mal meins. Ja, mehr als meins. Ja, gut, das stimmt. Mehr als meins ist es auch. Ja. Weil meins wäre doch ein ganz schönes Stück weg, Mann. Ja? Ja. Ja, natürlich. Ich dachte, du bist auch hier in der Nähe. Am Wohntum. Ich meinte Mainz, die Stadt. Hat wieder was gedauert jetzt, wa? Ja. Bei intellektuellen Sachen bin ich nicht so dabei. Aber nicht um die Uhrzeit nach dem Stream. Ja, das ist natürlich nicht mehr christlich. Ja, bei Icegetch habe ich schon gedacht, so jetzt gleich liegt's aber auf dem Tisch. Vor lauter Lachen. Natürlich. Bürgermeister, der Beste. Bürgermeister der Knochenmagen. Wäre auch mal schön, gegen den zu kämpfen. Das ist ja auch nett, dass du immer direkt kämpfen musst. Ja. Und das als Priesterin. Ja, Priesterin vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen als Priesterin. Wie lange brauchst du noch bis Level Up? Auch nicht mehr lange. Wie viel Prozent habe ich? Du hast... Oh, das ist schwierig, warte. 10, 20, 25. Du hast 73, ja. Ne, 74. Verdammt! Letztes Mal lag er war noch genauer dabei. Ja, es ist halt später. Ja. Es ist, wie ihr seht, 23 und 9. Normalerweise sind wir da schon im Bett. Ja, ich so langsam. Aber du nimmst nachts um 12:30 noch Monkey Island schlecht. Wann nehme ich das denn schlecht auf? Ich bin übrigens Level 60. Du Arsch. Das ist ein neues Talent. Ja? Ach ja. Ja. Oh, das ist aber viel zu lesen, ey. Das
Oh Gott. Mach ich gleich, nach der Inni. Offscreen. Rüschig. Was hat dir denn nicht gefallen? Ja, manchmal bist du da doch sehr... Doof. Ja. Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja. Aber das weißt du ja selbst, das sagst du ja auch selbst. Dann ist ja okay. Sind das jetzt eigentlich schon zu viele? Ich weiß nicht, was. Oh Gott, da sagt er schon zu viele. Und ich bin irgendwelche Kisten versucht zu looten, was gar nicht geht. Wenn kein Leck kommt, ist das alles wunderbar. Ja, guck mal. Dabei haben wir nicht mal Level Gear an. Nee. Ich habe gar keine Hosen an, oder? Ja, im echten Leben jetzt nicht. wir können doch erstmal nächstes Mal bei der nächsten Aufnahmesession wieder nackt aufnehmen. Stimmt, ja. Das ist ja das große Problem, dass wir gerade nebeneinander sind. Schrecklich. Wir haben auch nur ein Mikrofon. Ja. Ich hoffe, man kann das alles. Du hast eben mal reingehört. Ja, habe ich. Das ging, ja. Ja. Das lief. Läuft. Ein bisschen Angst habe ich ja trotzdem noch, dass ich lauter bin als du, weil ich habe das Gefühl, ich bin näher dran als du. Ja, du bist ein bisschen näher dran, aber du darfst auch gerne mal lauter sein. Ja, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ja, du schneidest mich ja ansonsten auch immer leiser als ja, ich. Ja, genau. Gar nicht mal so falsch. Ja, und ich achte immer peinlichst genau darauf, dass du nicht leiser bist und dann bist du meistens lauter. Ja. Bist du überall lauter. Das will ja keiner. Keiner will das? Kaira will das, ja. Das möchte ich nicht sehr gerne hören. Oh. Ich war Kaira. Kaira? Kaira? Sag what? Oh, da mache ich aber sowas von Need drauf. Die Handtaste auch, ne? Ja, Mama. Ja, die habe ich tatsächlich. Ja, sehr gut. Ja. Ja, und sonst so. Ja, und bei dir? Ja. Ja, gleich löst sich unsere illustre Gemeinschaft hier auf. Ja, und dann können wir uns auch wieder ausziehen. Ja, endlich, ey. Auch ich schon beim Autofahren nach Hause. Ist das eigentlich verboten? Nackt Auto zu fahren? Ja. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich meine, es ist nicht verboten, nackt Auto zu fahren. Nur das Ein- und Aussteigen, das darf nicht nackt passieren. Also muss ich vorher wieder anziehen. Ja, ich glaube, das war so. Hat mir der Officer gesagt. Der Officer vor allem, du bist in den Staaten nackt gefahren. Ja, zu Thanksgiving. Was wieder lange vorbei ist, wenn die Leute das hier gucken. Aber das stimmt, ja. Lass uns mal immer über Aktuelles. Über Aktuelles reden, wenn es gar nicht aktuell ist. Der Koalitionsvertrag ist ja jetzt durch oder so, wenn ihr das seht. Voll cool, dass Neuwahlen sind. Du bist 60. Ach, ich habe verstanden, du bist 60. Du bist 60. Erstmal kotzen. Oh, und es leckte. Und es leckt nicht mehr. Ist seltsam manchmal. Manchmal ist das schon seltsam. Da lecken wir mal nicht in Sprache. Im Sprache, sondern wir lecken nur im Brain. Brain, ja, das auch. Brain lag. Brain. Brain lag. Ich fühle mich richtig professionell, jetzt in der Nähe von Köln aufzunehmen. Ich finde, da ist man direkt professioneller, wenn man in der Nähe von Köln aufnimmt. Oder bei Köln. Ach, deshalb habe ich mehr Abonnenten. Ach so, ja, das kann sein. Jetzt verstehe ich. Du wohnst einfach näher an Köln dran. Ja. Und dann näher an Gronkh und Co. Das färbt ja auch ab. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sind, müssen wir auch nach Köln ziehen. Das hilft ja nichts. Ja. Wenn dann bei Wikipedia nicht steht, wohnt in Köln oder derzeit wohnhaft in Köln, das glaubt uns ja keiner dann. Ich bin in Wohnhaft. Derzeit in Wohnhaft. Was auch immer das dann heißen mag. Hausarrest. Ach so, ne? Wie Berlusconi. Genau.
Hat er die jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos noch? Man weiß es nicht. Oder hat er sich irgendwie da rausgewuselt? Bunga Bunga. Bunga Bunga. Rausgebunga Bunga. Durch die Wand. Wo ist die Zeit im Blick, ne? Ja, ja. 10:20 sehe ich da. Beim Rüberschielen und Lugen. Auf meine ach so seltsame Tastatur. Wieso, habe ich das gesagt? Ja. Habe ich seltsam gesagt? Nee, komisch oder so. Super toll. Nee. Ist eine G15, die hätte ich auch gern. Nee, ist eine G510S. Ist eine G115 10S. Hätte ich auch gern. Du weißt ja nicht, was du da sprichst. Wahn. Fieber. Pizzabrötchen-Wahn hier. Gucken, ob ich dich auch hier mit meinen Dings hier nur heilen kann. Ich glaube, bei Bossfights immer. Kurz AFK, Kind wach. Was? Achso. Der Hitty. Die Hitty. Wahrscheinlich die, sonst würde er nicht AFK gehen. Auch Männer können Kinder zeugen. Aber nicht AFK gehen, wenn sie wach werden. Achso, das ist denen dann egal. Erstmal. Bei Bossfight schon. Akrisch. Akrisch Plack. Oder er arbeitet sehr akrisch. Aber es klappt ja echt, ey. Ich muss nicht einen Heilzauber auf dich. Ach, hast du noch gar nicht geheilt jetzt? Nee. Nur Damage. Ja. Nur Damage. Nur Damage, Alter, die ganze Zeit. Damage, Damage, Alter. Kann ich noch nicht wirklich. Jawohl. Ja, GZ, sag ich mal, ne? Ja, nimm ich mit. Nimmst du mit? Wenn ihn keiner sonst nimmt, hast du hier gelootet. Jawohl. Den Huf. Hab ich. Gut, mein Kind. Hab ich. Was habe ich denn für Talent? Auch viel mit viel Text. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Passiv. Passiv finde ich ja schon mal gut. Aber Schatten löst sich in Dunkelheit, brauche ich auch nicht. Jedes Mal, wenn er einen Schaden verursacht, dann Verbesserte Bärengestalt. Ich will die verbesserte Bärengestalt. Ich will die verbesserte Bärengestalt. Warum? Weil ich dann Rüstung anhabe. Und das super cool aussieht. Keine Ahnung, was es kann. Ja, wo ist es denn? Gibt's da nicht. Ist doch... Können wir nicht so machen? Können wir auch. Gucken wir mal. Mach ich gleich mal beim Boss, ja. Achso, das ist nicht dauerhaft. Nee, leider nicht. Achso. 30 Sekunden lang Inkarnation Sohn von Ubisoft. Ja, nee, ist klar. So der Rollenspielaspekt, der muss auch ein bisschen gewahrt werden. Ja, ja. Wichtig auf Blackhand, dem Rollenspiel-Server schlechthin. Hab ich eigentlich diesen Kackstab gewonnen, nö. Wer denn? Noch keiner. Ach so, ja, weil Hitty ja noch AFK ist. Kind ist wach. Ja, mein Gott. Put it to sleep. Oh ne, das heißt der Einschläfer. Das wollen wir ja nicht. Wollen es ja nicht übertreiben. Nee. Stimmt. Wir mögen ja doch die meisten. Also einige. Ein paar. Zwei. Ja, jetzt hier, zack. Boah, das sieht ja wirklich cool aus. Ui. Das finde ich aber schick. Das ist schon geil. Das ist schon hübsch. Hübscher bin ich. Geh zur Ruhe. Hübscher geh ich, was? Hübscher bin ich, geh zur Ruhe. Schließe beide Äuglein zu. Schließe beide Türchen zu. Bald ist Advent. Advent. Ist schon gewesen. Ah ja, es ist ja schon. Ist schon Nikolaus? Bestimmt. Ja, gestern war Nikolaus. Oh, war toll. Hast du was im Stiefel gehabt? Ja. Eine dicke, fette Spinne. Vergiss nicht, Frau Eckes Kopf zu looten. Nasan. Mhm. Ja, komm. Brauche ich nicht. Oh, ja. Oh, das ist aber für dich doch was. So, jetzt noch Quests abgeben und dann... Guck mal, die Folgenzeit, die ist ja auch super. Ist ja ideal.
Gras. Kann ich nicht runterspringen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kanze. Guido Kanze. Ja. Ich fang schon wieder an. Ah, ich hab gerade den Feuerstab gewonnen. Wunderbar. Die Schultern nehmen wir mit. Für die Horde. Klick, klick. Leb wohl. So, sehr schön. Sorry. Ja, kein ja, Ding. Selbst schuld. Sag ich da mal. Ich möchte jetzt noch die anderen Sachen gewinnen. Welche anderen? Ach so. Ach nee, den hat Snehulko gewonnen. Snehulko? Boah, alle nur nicht Snehulko. So, vielleicht als glorreichen Abschluss kannst du noch fliegen lernen oder so. Ach so, ja genau. Und mir nochmal meine Talente angucken. Jedes Mal, wenn ein Schaden verursacht, ein Angriff auf eure Gesundheit, warum fliege ich denn nicht da? Ich wollte jetzt dahin reiten. Seid gegrüßt. Wer bist du denn hier? Steinfürsten, wo ist denn der Flugmann? Der ist in Zrall, ach so. Seid wohl. So meinst du das? So, die Flugfrau. Jedes Mal, wenn ein Schaden verursacht, ein Angriff eure Gesundheit 130% senkt, werden sich ein Schutzschild geholt, der Schaden irgendwann 20%. Ja, passiert ja eigentlich nicht, ne? Nee. Euer Schatten, bla, Schatten. Verzweifeltes Gebet, dann nehmen wir das. Heilt mich sofort um 30%. Aber sofort. Gesundheit. Ja, wenn du mal wieder die Agro verlierst, vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal wieder. Du tust dir andauernd. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ja, das sollte so. Cola leid, Fanta leid. Das ist das verzweifelte Gebet. Sag ein kurzes Gebet, wenn das sofort wirkt. Ja. Amen. So wird es wahrscheinlich lauten. Seltsame Geräusche im Haus. Ja, ich fahr gleich. Ich glaube, ich fahr auch. Ich schlaf lieber in meiner Wohnung. Kannst ja nochmal Outlast spielen. Nein. Hab ich ja gar nicht. Ach, schade. Du kannst aber ein Let's Play draus machen. Ich glaube vorerst nicht. Ich habe so viel noch andere Sachen am Hacken. Nee, das geht gar nicht. Kannst ja mit deiner Freundin zusammen machen. Die freut sich bestimmt auch. Hallo. Aber stimmt, hat nicht so viel Schiss wie wir. Nee, wahrscheinlich eher nicht. So. Galoppa. Ich hab einen Frosch im Hals. Hallo, Frosch. Quack. So, dann holen wir mal unser Flugtier. Flieg und Sieg. Mit was fliegen wir denn? Mit dem Baumfrosch? Ah, nee. Blauer Reitdrache? Ja, kaum übertrieben, weißt du? Ja, doch, den nehmen. Jetzt, wo du gesagt hast, übertrieben. Ja. So, du kleine, blöde, rote Fledermaus. Fiep, fiep. Juhu, endlich kann ich fliegen. Ja. Aber du kannst immer noch spontan. Ich muss immer erst überlegen, bevor ich fliege. Du kannst ganz spontan ich sein jetzt und wirklich einfach fliegen. Ist auch teuer geworden. Ne, ja, mit dem, das stimmt. Mit dem. Und die Umwelt. Ja, die auch. Die gibt's auch. Die ist auch teuer geworden. Jetzt ja. 8 Uhr, 18 Minuten. Na, wunderbar. Dann hoffe ich, dass ihr einen guten Start in die Woche hattet, denn heute war Montag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wahrscheinlich wieder mit Skype-Lag, aber da müsst ihr durch. Wahrscheinlich ist dann die Soundqualität aber ein bisschen besser. Willst du sagen, mein Mikro ist schlecht, ja? Nee, aber für zwei vielleicht, wenn es in der Mitte steht. Ja, okay. Einzeln ist deins natürlich besser. Ja, das will ich auch hoffen. Natürlich. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude, Freunde, und bis morgen. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.